Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Wirecard hat es leider krachen lassen und zwar diesmal so richtig. Und falls noch irgendwas im Porzellanladen ganz war, jetzt ist alles zerschlagen. Und wir müssen mal gucken, ob der Laden an sich auch zerschlagen worden ist damit oder ob es weitergeht. Und zwar hätte ja heute eigentlich am 18.06. der bereits verschobene Jahresabschluss präsentiert werden sollen. Ernst & Young hat aber das Testat verweigert. Ich vermute, dass jetzt bis zur letzten Minute hinter den Kulissen darum gerungen worden ist, das Testat doch noch zu bekommen. Ernst & Young hat sich dem verweigert. Hintergrund, also ich erzähle jetzt, worum es geht und gebe meine Einschätzung wieder. Vorweg Beileid an alle, die investiert sind. Mich hat es auch getroffen. Also so wie es momentan aussieht, habe ich auch Geld verloren. Tut mir wirklich sehr leid. Und das Ganze wird natürlich auch nochmal Schaden anrichten über Wirecard hinaus, was die Aktienkultur hier angeht. Aber jetzt zum Thema, um was es geht. Ernst & Young hat das Testat verweigert, weil zwei Salden von Treuhandkonten nicht bestätigt werden konnten. Treuhandkonten, auf die Wirecard-Töchter insgesamt 1,9 Milliarden Euro einbezahlt haben. Und dieses Geld dient als Sicherheit für Händler bei eventuellen Zahlungsausfällen. Worum geht's zum Hintergrund? Schauen wir uns hier den Jahresabschluss an, 2018, der letzte attestierte Jahresabschluss, der uns vorliegt. Das Hauptgeschäft von Wirecard besteht darin, Online-Transaktionen ein paar Gebühren abzuzwacken. Und es gibt aber sozusagen noch ein Nebengeschäft und das steht hier in dem Absatz. Ich lese es vor. Darüber hinaus stellt Wirecard neben den Kerndienstleistungen aus dem transaktionsorientierten Geschäftsmodell in Einzelfällen auch die Finanzierung von Krediten zur Verfügung. Kreditnehmer sind dabei in der Regel außenstehende Dritte, also private Verbraucher oder Unternehmen, fallweise auch das Fintech selbst. Die Vergabe erfolgt nach strengen Vorgaben und bankinternen Richtlinien. Das Ausfallrisiko wird durch Kreditsicherheit minimiert. Und nach meinem Verständnis, also alles nach meinem Verständnis nur, eventuell ist was falsch, aber nach meinem Verständnis haben diese 1,9 Milliarden Euro auf den Treuhandkonten mit diesem Ausfallrisiko durch die Kreditsicherheiten, also mit den Kreditsicherheiten hier zu tun. Das erklärt auch, warum es Treuhandkonten sind, beziehungsweise warum dieses Geld auf Treuhandkonten einbezahlt wurde. Und nicht auf Konten, die von Wirecard selbst verwaltet werden, weil es hier um Sicherheiten geht. Und da braucht man dann eine neutrale Instanz, einen Treuhänder, der das Geld verwaltet. Weil sonst könnte es ja sein, dass Wirecard das Geld anderweitig ausgibt und dann das Geld nicht mehr als Sicherheit zur Verfügung steht, wenn es denn notwendig wäre. So wie es jetzt aussieht, also die Salden konnten aber nicht bestätigt werden, dieser beiden Treuhandkonten, und so wie es aussieht, ist das kein technischer Fehler, sondern war es Vorsatz. Das heißt, hier ist eine Fälschung gewesen, beziehungsweise es liegt ein Betrugsverdacht nahe. Ein Betrugsverdacht möglicherweise seitens des Treuhänders, also dieser neutralen Instanz. Und entsprechend hat auch Wirecard bereits Anzeige erstattet gegen Unbekannt. Gegen Unbekannt, also man weiß wahrscheinlich noch nicht mal, ob es der Treuhänder ist oder ob es die kontenführenden Banken oder die kontenführende Bank ist. Es soll sich um eine asiatische Bank handeln. Es ist also noch sehr vieles unklar. Man weiß aber, dass es wirklich um bis zu 1,9 Milliarden Euro geht, die ich wage kaum zu sagen, ich sag's mal ein bisschen neutral, deren Verbleib unklar ist. Und was jetzt noch dazu kommt, erschwerend, als ob das jetzt nicht schon der absolute Super-GAU wäre, haben wir hier jetzt quasi noch eine weitere radioaktive Wolke, die da im Wirecard-Universum treibt, und zwar drohende Kündigung von Krediten. Denn wenn Wirecard, das geht auch aus einer der beiden heute veröffentlichten Ad-hoc-Meldungen vor, nicht den Jahresabschluss präsentiert bis morgen, was ja extrem unwahrscheinlich ist, dann wie soll man denn diese fehlenden Salden bestätigen so schnell auftreiben? Dann könnten theoretisch Kredite gekündigt werden in Höhe von 2 Milliarden Euro.
Möglicherweise hieße das, dass das Unternehmen, also Wirecard, insolvent wäre, dass es also vorbei wäre mit Wirecard. Meine persönliche Einschätzung, das ist jetzt eine Bank, vielleicht ist es auch, vielleicht ist es auch ein Konsortialkredit von mehreren Banken, weiß ich nicht. Dass dann der Kreditstecker einfach so von heute auf morgen gezogen wird bei einem DAX-Unternehmen, halte ich für unwahrscheinlich. Aber was bedeutet das schon bei Wirecard? Also bei Wirecard ist ja nichts auszuschließen mittlerweile mehr. Darum geht's. Also das war jetzt erstmal meine Sicht der Dinge bezüglich der Fakten. Was das jetzt für Auswirkungen hat, das Vertrauen ist nachhaltig zerstört. Ich denke auch nicht, dass ein Rücktritt von Markus Braun da noch viel retten wird. Bis vor kurzem, also der Rücktritt von Markus Braun als CEO, das wird ja schon länger gefordert. Und ich denke, der Rücktritt hätte auch eine Signalwirkung gehabt, bis vor kurzem noch, dass man sagt, ja, es stellt Vertrauen wieder her. Aber jetzt ist das ja dermaßen schlimm, dass ich schon denke, dass sein Kopf rollen wird, aber das Vertrauen trotzdem weiterhin gestört ist. Und ob Wirecard im DAX bleibt, keine Ahnung. Ob die BaFin oder sonst wer auch nochmal am Ende also rechtlich gegen Wirecard vorgehen wird, kann auch sein. Also man muss mal gucken, auch ob das auf operationeller Ebene Auswirkungen haben wird auf das Geschäft. Ist auch alles nicht abzuschließen, weil auszuschließen, weil das sind ja auch Außenwirkungen, die nach außen hin strahlen. Ja. An sich, die unattestierten, nicht attestierten Zahlen, die sind gut mit Wachstumsraten zwischen 30% und 40% beim Umsatz und operativen Gewinn und so weiter. Das ist alles toll. Und das sind ja auch die Dinge, die man fundamental sehen kann und auf was wir Aktionäre ja auch angewiesen sind teilweise, zum größten Teil. Im Rahmen der Fundamentalanalyse. Aber all das zählt momentan nicht. Was zählt, ist A, jetzt erstmal geht es mit Wirecard weiter. Das heißt, werden die Kredite gekündigt oder nicht? Und B, was ist mit den 1,9 Milliarden Euro, die auf diese beiden Treuhandkonten eingezahlt wurden? Im besten Fall wird sich zeigen, dass A, die Kredite einfach weiterlaufen, dass B, das meiste oder alles Geld von den 1,9 Milliarden Euro noch da ist. Und das wäre natürlich das Optimalszenario. In diesem Fall wäre das Vertrauen in Wirecard weiterhin nachhaltig gestört. Das heißt, Wirecard wird dann auf absehbare Zeit mit einem niedrigeren KGV und so weiter bewertet sein, als ein Investment, das aus der Sicht der meisten Aktionäre, Investoren kein Investment ist, sondern eine Aktie mit unvorhersehbaren Risiken. Im schlechtesten Fall wäre das Unternehmen insolvent, sehr bald. Ich halte das Risiko jetzt für gering, weil ich nicht glaube, dass Banken den Stecker ziehen werden, wobei ich auf die Schnelle nicht gefunden habe, um welche Banken es sich da handelt, diese 2 Milliarden Euro an Krediten kündigen könnten. Das ist dann auch nochmal ein Unterschied, ob wir da jetzt eine deutsche Bank zum Beispiel haben oder irgendein asiatisches Dings, ein Kredithaus. So eine deutsche Bank hat ja mehr Verantwortung, steht mehr im Rampenlicht, hätte einen größeren Image-Schaden auch zu befürchten, falls sie einen DAX-Konzern pleite gehen lässt. Während irgendein Haus in Asien, sage ich jetzt mal, aus gegebenem Anlass, da vielleicht weniger Bedenken hat. Also zwischen, ich hätte jetzt fast gesagt Himmel und Hölle, aber zwischen vielleicht Fegefeuer und Hölle ist vieles möglich. Müssen wir mal gucken, was passieren wird. So wie es bei mir aussieht, habe ich mal ein paar tausend Euro jetzt hier in Wirecard verloren. Ich hatte lange gutes Geld verdient mit Wirecard, auch über Aktienoptionen. Jetzt hat es mich vollständig auf den falschen Fuß erwischt. Also damit habe ich mal überhaupt nicht gerechnet. Auch, dass es alles so extrem kurzfristig kommt, am Tag der geplanten Veröffentlichung des Jahresabschlusses. Also echt, ich kann mir nur noch mit dem Kopf an die Hand fassen. Ich selbst, als ich das gelesen habe, habe schon gedacht, also ich habe schon wirklich schlucken müssen. Und also Wirecard ist definitiv
kein solides Investment mehr. Wir hatten vor auf dem Aktienfinder-Blog hier am 2. Juni auch eine Analyse zu Wirecard geschrieben. Schnäppchen für Hartgesotten hatten wir es hier genannt. Fundamental ist Wirecard ein Schnäppchen. Jetzt ist es fundamental ja völlig unterbewertet, aber es ist, Wirecard ist halt auch jetzt ein sehr schönes Beispiel, dass beides wichtig ist. Fundamentalanalyse, das heißt, auf die Zahlen zu gucken, aber auch eben das, normalerweise sagt man, das Geschäftsmodell zu verstehen und dann halt nochmal das Umfeld des Geschäfts. Alles, was auch über das Geschäftsmodell hinausgehend noch so im Raum schwebt. Und bei Wirecard ist es eben die ja, Kraut- und Rübenlagen so ungefähr und viele ja, Skandale leider. Es ist ja jetzt nicht so, in der Historie war es ja so, dass Wirecard selbst, dem Management von Wirecard und so weiter, Betrügereien vorgeworfen wurden. Geldwäsche, aufgeblähte Umsätze, alles Mögliche. Jetzt ist es ja was ganz anderes. Jetzt ist Wirecard das Opfer. Jetzt ist scheint entweder der Treuhänder oder scheinen die kontoführenden Banken die Täter zu sein. Wirecard ist jetzt das Opfer. Aber egal wie es ist, es zeigt, dass in der Organisation von Wirecard, im Risikomanagement und so weiter, einiges im Argen liegt, der sich so schnell vermutlich nicht reparieren lässt. Ob Wirecard jetzt an seinem eigenen Erfolg zugrunde geht, zu schnell gewachsen, Strukturen nicht nachgezogen und dann irgendwann leider sich dabei das Genick gebrochen beim Stolpern über die unfertigen Strukturen. Wir werden sehen. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich bleibe am Ball. Bis zum nächsten Video. Ciao.